Raiders! Ich, Brody Burnham, Sohn von Lord Byron, Erbe von Crimson Caldera, fordere euch auf, Novimore gemeinsam mit mir dem Erdboden gleichzumachen. Wir werden ihre Mauern niederreißen, wir werden ihre Seelen erschüttern und zu guter Letzt über alles herrschen, was unser Auge erblicken kann. Folgt ihr meinem Ruf! Sie werden so schnell erwachsen. Ich weiß, es ist gefährlich, aber der König lässt uns keine Wahl. Herr, Schluss mit den Verschwörungsplänen! Was? Was macht ihr da? Oh, wir üben nur den traditionellen Fischtanz. Und wir planen auf gar keinen Fall eine Verschwörung. Ach, ist das so? Denn hier war die Rede von irgendwas Gefährlichem. Au! Der Fischtanz kann extrem gefährlich sein, wenn man ihn korrekt ausführt. Also gut, ich bin hier, um euch die zu geben. Was ist das? Fokussierer. Die habe ich mal erfunden, um mich besser konzentrieren zu können. Der König wünscht, dass wir jetzt alle einen tragen, damit wir unseren Blick auf Novimore richten. Nicht auf irgendwelche albernen Raiders. Tolle Erfindung, Dario. Sie können ja nicht alle gut sein. Ich wette, das war Scribbles Idee. Woher wisst ihr das? Nun ja, ich muss gehen. Schönen Tag noch. Also, die Raiders werden mit Feuer angreifen. Deshalb habe ich das hier entwickelt. Das Eiskatapult. Ihr macht keine Witze darüber? Nein, es ist genial. Gut gemacht. Fragt sich nur, wie können wir es bauen, ohne dass der König es bemerkt? Lasst das nur meine Sorge sein. Und ihr kümmert euch um den Bau des Katapults. Aha! Ihr plant also doch eine Verschwörung. Ich bin dabei. Hä? Es ist mir egal, was Scribbles sagt oder die Prophezeiung oder sogar der König. Novimore ist in Gefahr und es ist an uns, es zu retten. Vater, in Tante Alice' Nachricht steht, dass sie uns sehen muss. Dringend. Ach, immer ist alles furchtbar dringend. Du kommst ganz nach ihr. Majestät, haltet ihr es für weise, die Burg zu verlassen? Die Prophezeiung besagt sehr deutlich, dass wir innerhalb der Mauern von Novimore bleiben sollen. Ich weiß, aber was soll man machen? Die Familie. Doch seid unbesorgt, Scribbles. Unser Blick liegt auf Novimore. Reiten wir! Jetzt liegt es in euren Händen. Legt die Sachen hier ab! Hört augenblicklich auf damit! Ihr hört damit auf, verstanden? Was? Hände weg, ihr Rebellen! Dafür werdet ihr bezahlen! Meister Da Vinci, diese Maschine, die ihr bauen wollt, ist die komplizierteste Konstruktion, die ich je gesehen habe. Wie lange dauert es, sie zu bauen? 12 Stunden. Wenn ich eine Teepause mache, ach, Tee hatte ich schon! 10 Stunden! Vater, ich weiß, die Prophezeiung hat uns bis jetzt gut geleitet. Aber vielleicht muss sie sich wie alles entwickeln und verändern. Unsinn! Wenn dem so wäre, hätte uns Scribbles davon erzählt. Vielleicht ist Scribbles ja Teil des Problems. Scribbles ist ein überragender Prophezeiungsgelehrter. Niemand anderes könnte uns besser beraten. Und woher wisst ihr das? Er hat es mir gesagt. Du musst etwas mehr Vertrauen haben, mein Sohn. Es ist, wie Scribbles immer sagt. Was wir nicht sehen können, kann uns nichts tun. Ah! Vater! Wer ist da? Zeigt euch, ihr Taugenichts, oder ich mach Schaschlik aus euch! Oh, sieh an, mein Bruder. Hallo, Alice. Hallo, John. Was ist das für ein lächerliches Ding auf deinem Kopf? Das ist meine Krone, Alice. Das ist ein Fokussierer, Tante Alice. Er soll ihn vor der Außenwelt beschützen. Bist du's wirklich, mein süßer kleiner Neffe?
Ach, diese niedlichen kleinen Pausbettchen würde ich überall wiedererkennen. Die Reise hat bestimmt deinen Appetit angeregt. Was ist mit mir? Ich habe auch Hunger. Was? Hast du keine Füße? Hol's dir selbst. So behandelst du deine Gäste? Du hast uns gerufen. Ich hab euch nicht gerufen. Was? Oh, ach ja, das war ich. Wie bitte? Du hast mich belogen? Ihr habt mir keine Wahl gelassen. Ihr lasst ja nicht mit euch reden. Ich dachte, Tante Alice könnte euch zur Vernunft bringen. Mein eigener Sohn. Wie konntest du? Novelmore wurde von den Raiders angegriffen. Wir konnten sie zurückschlagen, aber sie werden uns immer wieder angreifen. Und anstatt sich dagegen zu wappnen, versteckt er sich hinter einer uralten Prophezeiung. Scribble sagt, sie wird uns beschützen. Und dir wurde der Thron zugesprochen. Au, 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 au. Erkennst du ihn? Unser Vater hat ihn zu einem mutigen, furchtlosen Mann erzogen. Jemand, der die Tradition ehrt und trotzdem für sich selbst denken kann. Und was ist aus dir geworden? Ein abergläubischer, feiger, alter Hohlkopf. Das muss ich mir nicht anhören. Ich finde selbst hinaus. Euer Eiskatapult, Meister Da Vinci. Ich hab's geschafft. Ich hab's wirklich geschafft. Ich bin dem Namen Da Vinci endlich gerecht geworden. Starte Probelauf. Ja! Yeah! Ich krieg das hin! Oh, ich krieg's nicht hin! Oh. Oh. Vater, ihr habt mir die Sorge um unser Volk anvertraut. Aber ihr habt mich auch gelehrt, den Worten der Prophezeiung zu vertrauen. Was also soll ich tun? Schickt mir ein Zeichen! Ist das ein Ja? Raiders! Jemand hat sich an der Hauptpumpe zu schaffen gemacht. Das hier lag daneben. Ein Stofffetzen von einem Umhang. Aber von wem? Keine Ahnung, aber ich weiß, wie wir es rausfinden. Braves Mädchen. Geruch aufgenommen? Wir werden den Schuldigen finden. Bolt, wir werden das reparieren. Ich werde dem Namen Da Vinci gerecht werden. Was immer es mich kosten mag. Geh in Deckung. Wie könnt ihr euch einfach verstecken? Wie könnt ihr ignorieren, was vor euren Augen passiert? Denkst du so schlecht von mir? Die Raiders werden Tante Alice Farm niederbrennen. Solange ich König bin. Für Novelmore! Das ist mein Vater. Für Novelmore! Eine Lampe zum Herbeirufen von Zauberern. Die wäre Brody eine Menge wert. Und wieder einmal ist das Glück auf der Seite des verwegenen Feuerspions. Feuerspion? Ernsthaft? Oh, Gwyn! Hoch erfreut, euch wiederzusehen. Ich wollte das gerade zurücklegen. Ha! Feuerspion ist ein perfekter Deckname! Es sind zu viele! Wir kämpfen bis zum Ende! Juhu, ihr Schurken! Die beiden da habt ihr euch zwar schnappen können, aber mein silbernes Teeservice bekommt ihr nie! Oh, oh, meine Mutter will so eins! Alice, nein! Was tust du? Ganz ruhig, John! Ich lock die Bande nur rüber zum Apfelsilo. Sie ist
repariert, Meister Da Vinci. Dann schaltet sie ein, Boat! Was hat das zu bedeuten? Eure Majestät! Hoheit, Sie haben mich einfach ignoriert und mit Absicht das Gesetz gebrochen. Werft sie in den Kerker, runter mit ihren Köpfen! Natürlich nach einem fairen Prozess. Scribbles? Euch klage ich an. Ihr drängt darauf, dass wir stillhalten und uns hinter Worten verstecken, während die Raiders uns angreifen. Aber wir werden nicht mehr stillhalten. Wir kämpfen um Novelmore! Für Novelmore! Für Novelmore!